Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also hier ist wieder eine Märchenstunde erster Güte, die hier stattfindet. Und ich möchte es mal ganz klar feststellen, und das haben wir oft genug gemacht, wir haben die Krim jedes Mal als völkerrechtswidrig verurteilt. Und im Gegensatz zu Ihnen setzen wir uns für die territoriale Integrität aller Staaten ein. Das möchte ich mir klar festhalten. Bevor Sie hier ständig mit Ihren neu aufgewärmten Geschichten kommen. Und interessant finde ich auch, dass die AfD neuerdings hilft, der Bundesregierung dabei, ihren Aufrüstungshaushalt zu kaschieren. Ganz neue Rolle finde ich auch sehr interessant. Denn kommende Woche will die Bundesregierung den größten Anstieg des Rüstungshaushalts seit Ende des Kalten Krieges beschließen lassen. Sie folgt damit einer Aufrüstungslogik, die die NATO bereits 2014 beschlossen hat, nämlich dem Ziel, die Militärausgaben auf jeweils 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Und nach Schätzungen würde das bedeuten, dass je nach Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik pro Jahr zwischen 70 und 80 Milliarden Euro für militärische Zwecke ausgegeben würden. Das wäre eine nahezu Verdopplung der Militärausgaben, die wir jetzt haben. Und wir halten das außenpolitisch und innenpolitisch für falsch und gefährlich. Und ich frage mich schon, Herr Felgentreu, wenn ich Sie dann höre, das ist diametral das Gegenteil zu dem, was Andrea Nahles und Sigmar Gabriel immer sagen. Kein 2%-Ziel, weg von der Aufrüstung. Sie erzählen hier was ganz anderes. Und wenn wir uns das anschauen, die Bundesregierung kommt diesem Ziel auch immer näher. Der Fahrplan liegt nämlich jetzt schon bei den NATO-relevanten Ausgaben bei fast 60 Milliarden Euro bis 2023. Und jetzt soll Frau von der Leyen zu ihrem Rekordhaushalt in diesem Jahr auch noch 320 Millionen Euro obendrauf bekommen. Wir wollen diesen Rüstungswahnsinn stoppen. Und diese Hochrüstungspolitik der NATO trägt nämlich nicht zu mehr Sicherheit in Europa und in der Welt bei. Im Gegenteil, die NATO-Staaten haben mit ihrer Kriegspolitik schon viel zu viele Länder zerstört. Schauen Sie sich den Irak an, schauen Sie sich Afghanistan an, Libyen, schauen Sie sich Norden Syriens an, die Überfälle. All das muss endlich ein Ende haben. Und sie richtet sich auch eindeutig gegen Russland. Wir halten das für friedensgefährdend in Zeiten, in denen der INF-Vertrag über atomare Abrüstung von Trump aufgekündigt wird und die NATO immer weiter an Russland heranrückt. Und sie wird eine neue weltweite Rüstungsspirale in Gang setzen. Das werden wir sehen. Und deshalb, wir wollen nicht zurück in den Kalten Krieg à la Herr Otte ihrer Abschreckungspolitik. Und wenn wir uns die Ausgaben anschauen, die NATO-Staaten allein in der EU geben über 300 oder fast 300 Milliarden Euro für Rüstung aus. Russland gibt 60 Milliarden Euro für Rüstung aus. Diese Zahlen sprechen ihre eigene Sprache. Und genau deswegen fordern wir vertrauensbildende Maßnahmen. Wir wollen nicht, dass aus Nachbarn Feinden gemacht werden. Wir wollen die Idee des gemeinsamen europäischen Hauses aufbauen, statt aufzurüsten. Das 2%-Ziel übrigens, darüber spricht kaum jemand, würde Deutschland zur größten Militärmacht in Europa machen. Wer kann das eigentlich ernsthaft wollen? In diesen Tagen begehen wir das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, das uns doch vor Augen führt, wohin ein hochgerüstetes Deutschland zweimal im letzten Jahrhundert geführt hat. In die Katastrophe. Unsere Geschichte mahnt uns, Abrüstung ist das Gebot der Stunde. Und wir benötigen das Geld dringend für soziale Sicherheit statt militärische Unsicherheit. Allein mit den Ausgaben für neue Kampfschiffe könnten über 250.000 bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Und die Bundesregierung, die gibt jetzt viel Geld aus, damit ihre Panzer auf panzerfesten Straßen schnellstmöglich von West nach Ost fahren können. Aber die Dörfer, durch diese Panzer fahren, die haben nicht mal genügend Hebammen für die Grundversorgung. Die haben keine Krankenhäuser mehr, keine Busverbindung. Da ist alles marode, und davon haben die Menschen die Schnauze voll. Sie wollen endlich soziale Sicherheit. Und da wende ich mich auch an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wenn Sie sich ernsthaft in der GroKo
wie Sie ja ständig beteuern, erneuern wollen, dann kümmern Sie sich um die Lebensinteressen der Menschen und haben Sie den Mut und stimmen Sie heute mit uns gegen das 2% Aufrüstungsziel der NATO. Es gibt viel wichtigere Ziele, für die wir uns einsetzen müssen. Das hat die Bundesregierung zugesagt, der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Aber da ist immer kein Geld da. Zum Beispiel für das UN-Ziel, den Hunger auf der Welt weltweit auszuradieren bis 2030. Davon höre ich nichts in diesem Haushalt, und dafür benötigen wir nur ein Drittel jährlich von dem, was die NATO-Staaten jedes Jahr für Rüstung ausgeben. Und sie erfüllen auch nicht ihren eigenen Koalitionsvertrag. Da steht zum Beispiel, Deutschland wird neue Initiativen für Rüstungskontrolle und Abrüstung ergreifen. Wo bitte schön sind denn Ihre Initiativen? Ich sehe überall nur Aufrüstung. In Deutschland, in Europa, in der NATO. Das ist eine völlig unglaubwürdige Politik, die Sie hier machen. Und übrigens auch Herr Außenminister Heiko Maas von der SPD, wenn er letzte Woche im Spiegel schreibt, er möchte Abrüstung und Rüstungskontrolle und Deutschland bleibt Friedensmacht, da frage ich mich, wo leben Sie denn eigentlich, Herr Außenminister? Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss. Diese Bundesregierung, ja, die ist Rüstungsexportweltmeister und sie will zur größten Militärmacht werden. Wir werden uns mit vielen Menschen dagegen stellen, die übrigens auf die Straße gegangen sind letztes Wochenende und gemeinsam mit den Gewerkschaften die Kampagne gestartet haben, abrüsten statt aufrüsten. Und ich kann nur alle auffordern, sie uns zu unterstützen. Man kann dafür Unterschriften geben unter www.abrüsten.jetzt. Das ist die Botschaft. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Jürgen Trittin.